Fraktion Carsten Träger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Deutschland steigt aus der Atomenergie aus. In genau 155 Tagen ist es soweit und heute am Pulitzer Medal. 155 Mal werden wir noch wach, dann wird unser Land ein ganzes Stück sicherer sein. Ich weiß ja nicht, was Sie an diesem 15. April tun werden, und bei einigen will ich es auch gar nicht wissen. Ich werde an diesem Tag meine Kinder und meine Frau umarmen und mit einem Glas Sekt anstoßen. Es ist ein Samstag. Das gefährliche Kapitel der Kernspaltung zum Zwecke der Stromerzeugung schließt sich dann ein für alle Mal in Deutschland. Unwiderruflich, endgültig. Es bleibt beim Ausstieg aus der Atomenergie. Damit ziehen wir einen Schlussstrich unter eine Debatte, die uns durch den Überfall von Putins Armeen auf die freie Ukraine aufgedrängt wurde. Niemand hätte in Deutschland noch ernsthaft am Atomausstieg gerüttelt, wenn nicht das Gas als Rückgrat unserer Energieversorgung innerhalb weniger Monate komplett ausgefallen wäre. Seitdem arbeiten wir mit Hochdruck daran, diese Energieversorgung neu aufzustellen. Und was Olaf Scholz gesagt hat, ist richtig. Wir müssen über diesen Winter kommen. Wir beschleunigen deshalb den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir kaufen fossile Energieträger in der ganzen Welt. Wir lassen sogar unsere Kohlekraftwerke länger am Netz. Wir bauen Flüssiggasterminals in Rekordzeit, inklusive der Infrastruktur im Hinterland. Und wir debattieren eben auch über den sogenannten Streckbetrieb. Und wir haben lange geprüft, und ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung gewesen als Entscheider in diesem Land, dass wir uns diese Entscheidung eben nicht leicht gemacht haben. Die üblichen Verdächtigen haben es natürlich schon vorher gewusst, dass wir jetzt jahrelang die Atomkraftwerke weiter betreiben müssen. Aber die verantwortungsvolle Seite in diesem Haus hat sich eben die notwendige Zeit genommen und diesen Stresstest durchgeführt. Und er wurde nicht von den Ministerien durchgeführt, sondern von den strombetreibenden Versorgern, von den Übertragungsnetzleistern. Und am Ende kommt eine Entscheidung, die nicht jedem von uns schmeckt, aber insgesamt ist es richtig, den Streckbetrieb, den finden wir verantwortbar, und er wird einen Beitrag dazu leisten, dass wir über den Winter kommen. Und deshalb beschließen wir heute, dass die restlichen Brennstäbe, die in den Kraftwerken schon sind, dass die insofern ertüchtigt werden dürfen und bis zum Ende verbraucht werden dürfen. Dieses Ende ist der 15. April. Das beschließen wir heute, nicht mehr und nicht weniger. Der Stresstest der Energiewirtschaft hat gezeigt, Atomkraft leistet nur einen kleinen Teil. Wir wollen uns eben bestmöglich vorbereiten. Die Atomkraft leistet nicht mal einen Anteil zur Strommenge, die wir benötigen, sondern sie leistet einen Teil zur besseren Verteilung dieses Stroms innerhalb Deutschlands, weil in Bayern zu wenig Energie erzeugt wird und weil in Bayern zu wenige Leitungen für den Transport von norddeutschem Strom in die energieintensiven Zentren des Landes zur Verfügung stehen. Ja, Herr Söder, hätten Sie mal richtig für die Zukunft Bayerns vorgesorgt, dann bräuchten wir den Streckbetrieb nicht. Machen Sie es mit sich und Ihrem Gewissen aus, warum Sie nicht anders gehandelt haben. Wir hoffen, dass die Hochrisikotechnologie die 3,5 Monate noch unfallfrei übersteht. Denn das muss man auch mal ehrlich zu Ende denken. Was ist denn, wenn es nicht gelingt? Wenn wir, weil wir möglicherweise irgendwelche Sicherheitsüberprüfungen hinausgezogen haben, uns dann doch mit der Frage konfrontiert sehen, dass ein hoffentlich nicht eintreten, aber was wäre denn, wenn dann doch ein Unfall passiert? Wer trägt denn dann die Verantwortung dafür? Diese Frage, Herr Bilger, haben Sie nicht gestellt und Sie haben sie auch nicht beantwortet, ich glaube, aus guten Gründen. Genau, Sie werden derjenige sein, der es dann uns vorwirft. Das kann ich mir schon vorstellen. Mit der wärmeren Jahreszeit haben wir es dann hoffentlich geschafft. Es bleibt beim Atomausstieg. Wir steigen ein für alle Mal aus dieser Hochrisikotechnologie aus. Und dann können Sie sich von der Union auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Dann ist Schluss ein für alle Mal.
Und Herr Bilger, naja, jetzt habe ich nur noch leider 13 Sekunden, deswegen spare ich mir die Replik auf Ihre Ausführungen. Ich bin froh, dass wir heute einen guten Beschluss fassen werden und dass dann dieses Kapitel ein für alle Mal beendet ist. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Thomas Erhoff.